Aus jedem Jahr die besten Fußballer, die in dem Jahr geboren wurden. Von 1940 bis 2005. Das heißt, ja, da sind auch eigentlich nur Spieler mit dabei, die wir kennen. Wer ist jetzt von 1905 oder so? Und es geht um die Spieler, die so bei der allerersten WM mitgespielt haben. Ja, dann wären wir vielleicht ein bisschen raus gewesen. Aber so müsste man eigentlich die meisten kennen, außer es gab zwischendurch mal ein Jahr, ja, das nicht so gut ausgestattet war und in dem keine guten Spieler geboren wurden. 1940, ja. Einer der besten Spieler aller Zeiten, mit dem geht's direkt los. Pelé. Das ist natürlich bitter für die, die so im selben Jahr mit Pelé geboren sind. Ne? Die haben da gar keine Chance, jetzt den Auftritt zu haben. Bobby Moore als Innenverteidiger 1941 hätte den Auftritt. Also hätte ich nicht gedacht, dass der als ja, bester Spieler von irgendeinem Jahr gilt. So, das ist krass. Eusebio, Maschine, Maschine. Einfach genauso viele Spiele wie Tore. Sieht nach einer richtig cleanen Statistik aus. Im Jahr danach Rivera. Ohne Witz, der sagt mir nicht so viel. Der sagt mir jetzt nicht so viel. Also von dem kann ich jetzt nicht die Erfolge und so ein Shit auflisten. Alberto, auch als Verteidiger. Hä, die wurden ja richtig wertgeschätzt damals. Also ich glaube, von der aktuellen Liste, so von den letzten 30 Jahren, wird nie ein Verteidiger irgendwie als bester Spieler genannt werden. Aber damals, Digga, da war ein Verteidiger ein Riesending. Franz Beckenbauer, ja, auch. Ja, gut, bei ihm kann man es verstehen, ne? Der war schon sehr, 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 sehr krass. Auch einiges an Tore gemacht, so für einen Innenverteidiger. Best, oh, über den gibt es ja auch so eine Doku auf YouTube, ne? Der hat so Leben gelebt, der Mann. Die ganze Zeit Party, Frauen, Drogen, alles drum und dran. Aber deswegen war er auch nur kurz auf so einem hohen Level. Cruyff, ja, der ist wirklich, also der ist eine absolute Maschine. Johan Cruyff. Dann haben wir Clemens. Torwart? Bro, und ey, ohne Witz, Clemens habe ich noch nie von gehört. Jetzt Real Talk. Habe ich noch nie von gehört. Der wird wahrscheinlich beim wichtigen Spielen mit dabei gewesen sein. Stand wahrscheinlich im Tor von England, als die, keine Ahnung, mal 1960 Weltmeister geworden sind. Aber trotzdem, also an und für sich Clemens. Okay, eigentlich fühle ich mich gerade. Das ist, glaube ich, schwach, wenn man so welche nicht kennt, oder? Oder bin ich einfach zu jung dafür? I don't know. I don't know. Dalglish. Okay, wobei, da muss ich auch zugeben, wäre der nie als FIFA-Icon gekommen, wäre der, glaube ich, auch nicht so präsent bei mir. Und das auch der beste Spieler. Junge, die besten Spieler aus einem Jahr, das wird es heutzutage auch kaum noch geben. Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, dass die aus solchen Ländern kommen, so Dänemark und so. Wobei, dann ist mir gerade aufgefallen, Haaland wird ja wahrscheinlich in seinem Jahr auch der Beste sein. Der kommt aus Norwegen. Ja, okay, nee, das kann man mit Ländern nicht so begründen. Simonsen. Bro, Zico, ja, jetzt kommen wieder Namen, die kennt man so, hat man schon mal von gehört, hat man irgendwie schon mal Clips von gesehen. Aber Kempes, Bro, wer ist Kempes? Wer? Ich bin nicht der Einzige, ich bin nicht der Einzige, der die nicht kennt, oder? Platini, ja, den kennt man natürlich. Aber ich bin doch nicht der Einzige, der hier teilweise echt Spieler nicht kennt. Digga, ich dachte wirklich, hier kommen die ganze Zeit nur so Namen. Cruyff, Maradona, Pelé, alles nacheinander weg, so quasi. Aber ich glaube echt, dass in einem Jahr halt mehrere von denen geboren wurden und so im Jahr danach halt so keiner von denen, die man jetzt heutzutage noch kennt. Deswegen, ja, weiß auch gar nicht, in welchem Jahr Maradona geboren wurde. Hoddle. Bro, Hoddle. Hä? Hä? Wer? Bro, auch das Gesicht habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, der hat echt vor meiner Zeit gespielt. Okay, Sanchez, ja. Ja, kennt man aus FIFA. So, Ancelotti, sagt mir ehrlich auch mehr als Trainer was als Spieler. Ich wusste gar nicht, dass er als Spieler auch krass war, zumindest so krass, dass er der Beste aus seinem Jahrgang war. Das ist schon heftig. Maradona, natürlich absoluter Jahrhundertspieler. Ja, Lothar Matthäus, auch Weltklasse gewesen. Weltklasse. Dann haben wir Rullit. Richtiger Schrank. Ja, nicht nur in FIFA, auch in Real Life eine Maschine gewesen. Koeman, also, dass der aber auch der Beste aus seinem Jahrgang ist. Kommt für mich jetzt auch wieder so ein bisschen überraschend. Der gliedert sich da gerade nicht so krass ein. Aber das glaube ich einfach generell, weil Verteidiger so ein bisschen underrated sind. Ne? Die können irgendwie die Besten der Welt sein. Trotzdem, wenn Stürmer ein, zwei Tore macht, findet man den direkt krasser. Das ist halt einfach leider so. Van Basten auch sehr, sehr starker Spieler.
Hagi, oha, ja gut, auch krass. Vielleicht der beste Spieler aus Rumänien aller Zeiten. Aber dass er aus dem Jahr der Beste der Welt war, auch heftig. Stoichkov, ja, auch ein stabiler Spieler. Baggio, quirlig, trickreich, gut am Fummeln, ja. Ah, Maldini, ey, ehrlich, wie viele Verteidiger hier so wertgeschätzt wurden. Aber gut, Maldini, boah, der ist auch krass. Der hat ehrlich so gefühlt, so gegen jeden gespielt, ne? Der hat damals, glaube ich, schon gegen Maradona gespielt, der hat, keine Ahnung, gegen Zidane gespielt, der hat gegen Cristiano Ronaldo gespielt, der war ja so lange so präsent, der hat so gegen jeden krassen einfach mal gespielt und die krass verteidigt. Bergkamp, einfach komplett berühmt wegen seinem Bergkampf-Flick-Tor in der Premier League, wo er den Ball so, ja, um den Gegner rumdreht. Shearer! Ja, okay. Der wird das Spiel von einem Engländer gemacht. Hier sind verdächtig viele Engländer drin. Larsen? Krass. Als Bester seines Jahres. Krass. Zidane, ja gut, das ist, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, glaube ich. Egal, wer da mit in diesem Jahr noch geboren ist. Zidane, sehr, sehr krass. Giggs, ja gut, also er war schon gut, ne? Aber ist jetzt für mich auch ein bisschen überraschend. Del Piero, ja, der war schon sehr, sehr krass. Der ist schon gut. Ja, Beckham auch. Okay, Beckham ist eine richtige Legende, ehrlich. Also, der gehört, glaube ich, auch so zu den aller bekanntesten Fußballern weltweit. R9 sowieso spätestens nach seinen Toren im WM-Finale. Thierry Henry gehört ja zur besten Arsenal-Mannschaft of all time. Man sagt ja besten Premier League-Mannschaft sogar of all time. Buffon, ja, kann man so unterstreichen. Auch einer der besten Keeper aller Zeiten. Pirlo als nächster Italiener. Ehrlich, goldene Ära von denen gewesen. Deswegen auch so 26 Jahre, 25 Jahre, was weiß ich, nachdem die alle geboren wurden, gab es dann auch den WM-Titel in Deutschland. Ronaldinho auch absolut geisteskrank. Ibrahimovic, ja, Monster. Ich war mir vorhin unsicher, als ich Larsen gesehen habe, ob Ibrahimovic es auch in die Liste schafft. Der ist schon sehr, sehr heftig, aber man weiß halt, wie gesagt, immer nicht, wer noch in dem Jahr geboren ist, aber Ibrahimovic auch mit dabei, aber auch verdient. Kaká, ja, Weltfußballer, Ballon d'Or-Gewinner, natürlich ist auch er in der Liste. Philipp Lahm, heftig, dass er auch so, ja, dass das auch so wertgeschätzt wird. Aber Philipp Lahm, wirklich einer der besten Außenverteidiger überhaupt, so ein krasser Spieler, hat so viel gewonnen. Also ja, Philipp Lahm, richtig und wichtig. War Philipp Lahm, nee, nicht, also ein paar Deutsche waren dabei, ne? Beckenbauer, Philipp Lahm. Mal gucken, ob noch ein paar Deutsche kommen. Iniesta, Junge, auch so eine Legende. Cristiano Ronaldo, okay, jetzt sind wir schon in diesem Zeitraum. Jetzt kommen schon die ganz, ganz aktuellen Spieler quasi. Manuel Neuer, der nächste Deutsche. Ja, auch Welttorhüter gewesen, alles mitgenommen. Lionel Messi, ja, ist auch logisch. Ist auch logisch. Diese Statistiken, ey, von diesen Spielern. Oh, Robert Lewandowski kriegt hier auch seinen Spot. Ja. Nacheinander hinweg gerade die ganzen Top-Spiele. Thomas Müller! Heftig. Er ist so underrated, ne? Der Typ macht in einem Match 3 Vorlagen, ein Tor, aber kein Mensch redet darüber so, weil das einfach so Standard bei ihm ist. Wird das jemand anders machen, wird die Welt ausrasten. Bei ihm ist das einfach Standard. Also bei ihm, weiß nicht, reden die Leute nicht so viel darüber, wie krass er ist. Aber hier schon. Hier ist er mit drin. Finde ich gut. Finde ich cool. Toni Kroos. Oh, ist schon ein sehr guter Spieler, ehrlich. Hey, sehr viele Deutsche gerade. Ich habe vorhin noch gehatet, meinte viel zu viele Engländer und sowas das. Jetzt, ja, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu viel mit den Deutschen sogar, oder? Wer ist 1990 sonst so geboren? Ja, Kroos ist schon gut, aber bester Spieler des Jahrgangs? Das ist schon heftig. Kevin De Bruyne, ja. Sehr guter Spieler. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, Neymar, auch mit dabei. Ich glaube, der hätte sogar noch mehr aus sich rausholen können. So. Oblak! Nochmal ein Torhüter. Aber ehrlich, sehr geil mit diesem Mix so von allen Positionen. Bruno! Der war, als der so Anfang 20 war, gar nichts. Einfach gar nichts. Und jetzt, ja, hat er eine gute Entwicklung hingelegt.
und zählt einfach auch zum besten Spieler von 1994. Kimmich, auch mit dabei. Okay, jetzt haben wir gleich mein Geburtsjahr, 1996. Wer ist da krasses geboren? Ich weiß es nicht. Coman? Hä? Noch mehr Bayern und Bundesliga und alles drum und dran? Ich meine, ja, der hat auch den Siegtreffer im Champions-League-Finale und so gemacht. Kann nichts gegen sagen. De Jong. Jetzt kommen sogar Leute, die noch jünger sind als ich. Das ist so krass, wenn man sich hier irgendwelche Spiele anguckt, die noch jünger sind. Aber, Junge, was die schon alles gemacht haben. Ne, Mbappé, 2 Jahre jünger als ich, aber trotzdem geisteskrank. Donnarumma. Junge, wie viele Matches der schon gemacht hat. Was der aber noch für eine Karriere vor sich haben wird. Haaland, sowieso brauchen wir gar nicht drüber reden. Einfach ein Jahrgang mit einer 2 vorne. Das sieht für mich immer so richtig jung aus, obwohl man da sogar schon 21 ist. Ja, Greenwoods. Ja, jetzt kommen die Youngsters. Jetzt kommen die Talente. Als nächstes haben wir Petri. Ja, Mann. Mega jung einfach noch. Bis zu welchem Jahr? Bis 2005 geht es, ne? Also sind jetzt echt ein paar sogar, die noch nicht mal volljährig sind dabei. Bellingham. Maschine. Moukoko, 2004. Ja. Da kommt noch was auf uns zu. Was kommt 2005? Mbamba. Okay. Sehr interessant. Das waren sie alle. Also hätte man das Video zu einem anderen Zeitpunkt gemacht, so irgendwie so vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich glaube ehrlich, wären bei anderen Jahrgängen andere Spieler gekommen. Also beispielsweise bei so einem Dembélé, als der noch Youngster war, dachte man ja auch, boah, der wird so durch die Decke gehen, wird einer der Besten aller Zeiten. Sancho ja auch noch sehr jung, der hätte in seinem Jahrgang jetzt auch einen Platz kriegen können, so vor einem Jahr, wenn man das gesagt hätte, dadurch, dass halt jetzt gar keine Rolle bei Man United spielt. Ja, schafft er es natürlich auch nicht in solche Listen rein. Also echt krass. Ja, und andersrum bei Bruno, den hätte man vor ein paar Jahren gar nicht beachtet. Und jetzt ist er komplett drin. Also so schnell kann sich alles entwickeln und rotieren.